Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge vom Assassin's Creed Valhalla. So, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, unser Vater wurde ermordet von dieser, ich weiß nicht, wer das sind. Und ja, wie es weitergeht, da fahren wir jetzt, Leute. Eivor, was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Okay, befreien. Ah, gut gekämpft, Wolfsmal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. So, Ausrüstung, Inventar. Trapuze. Oh, ja, geil. So. Ja, komm, nehmen das ja. Varins Axt. Ja, ist ein bisschen stärker. So. Nee, wir lassen so. So. Kommt her! Nein, nicht tragen! So. So, tragen, nein. Plündern. Ach komm. Ja.
Noch mehr, okay. Odin, mach schon mal Platz. Bleib wachsam, hört ihr? Wo? Oh! Das dauert nicht lang. Du wirst die Würmer nähren. Ah, scheiße. Führung übernehmen, okay. Kirk, Bragi, nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heimlich. Götter, das wurde ja auch Zeit. Nicht quengeln, sondern rudern. Oh, wie bei Black Flag. Okay, Segel setzen. Segel hoch. Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Sieh nur, jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Sie nagen an jedem feinen Fleckchen. Noch. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Was ist da? Jawohl. Cool. Oh, ich habe eine neue Waffe bekommen. Das muss ich jetzt mal sehen. Ja, viel besser. Was heißt nein? Ah, keine Ahnung.
So. Zum Schiff. Okay, zurück zum Boot, nicht zum Schiff. Hallo? Schildvieh wird uns jagen, rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur 8, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Hä? Ach so. Weil, Entschuldigung, Leute, weil... Die Karte ist so klein, ey. Wo sind wir überhaupt? Sind wir in Norwegen oder sowas? Norwegen. Ja, tatsächlich Norwegen. König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Also, der Eivor gefällt mir jetzt schon mal. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Hallo? Entschuldigung, aber die Steuerung ist wirklich beschissen, ey. Ach, anlegen. Sprichbett Randvi. Sieh an, der Nährer der Raben kehrt zurück. Und nicht mal halb tot.
Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre, außer dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd, ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte, seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Eivor, du siehst entschlossen aus. Willkommen zu Hause. Eivor, hast du uns Schätze mitgebracht? Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Das ist mehr wert als Silber. Das zählt nicht. Du brauchst Silber und Juwelen. Sei still, Rolf. Woher willst du das wissen? Du warst noch nie plündern. Sei du doch still. Oh, Mann. Oh, Fertigkeiten. Oh, hi, Katze. Knotentypen. Wenn du Fertigkeitspunkte bei Knoten einsetzt, verbessert sich deine Kampffertigkeit. Gesamtstärke. Fertigkeitspunkte, die Knoten... Ach, ja. Oh, echt kurz, ey. Okay. Schleichen, erwerben. 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 Schönes Musik, aber... Irgendwas gefangen? Heute nicht. Es beißt einfach nichts an. Zu viele Schiffe wühlen das Wasser auf. Ich habe nicht die Geduld, um mit der Rute zu angeln. Mit dem Bogen wäre ich sicher besser. Fische mit dem Bogen schießen? Das könnte klappen. Irgendwas gefangen? Nein. Ich habe nicht die Geduld. Hey, was ist das? Setz dich doch. Lass uns spielen. Ah, Erlück. Setz dich. Die Würfel rollen nicht von allein. Ja, spielen wir. Gut, spielen wir. Keine Umschweife. Möge die glücklichere Hand gewinnen. Spielregel, okay. Okay. Kopf.
Okay, ich versuche jetzt mal zu spielen. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, um was es da geht, aber ich versuche es mal. Okay. Das sollte reichen. So. Okay, jetzt kenne ich mich ein bisschen aus. Warte. So, weiter geht's. Nicht schlecht. Was für Wichser, ey.
Oh. So. Das sollte reichen. Gleich habe ich dich besiegt. So. Uh-oh. Hey, du. Du gewinnst. So ein Pech. Nochmal? Na, ich hab genug. Das ist genug, Erlück, für heute. Hat der König jetzt Zeit für mich? Der Gesandte aus dem Norden ist noch bei ihm. Ich würde noch etwas warten. Verstanden. Ich komme wieder. Wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Auf ein Wortgefecht. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Deine Lehrer besitzen den Weg den Sieg. Was denn? Deine Lehren bereiten den Weg für den Sieg. Gar nicht schlecht. Das Versmaß war richtig, aber es hat sich nicht gereimt. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Ja. Mach ich bald einen Teller mir aus deiner Stirn? Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Ach so. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwarte ich, wie es dir dann ergeht. Du bereust schon in Kürze, was du mich gelehrt.
Ich habe dich nicht genug gelehrt, wenn du glaubst, dass das passt. Wo ist der Reim? Keine Ahnung. Es gibt noch vieles, das du über den Spottstreit lernen musst. Aber das wird schon. Ich helfe dir gern. Du kannst jederzeit wiederkommen. Vielleicht werde ich das. Danke, Alvis. Ja, komm noch einmal. Eivor. Guten Tag, Alvis. Du bist zurück. Willst du es erneut probieren? Das will ich. Vielleicht schlage ich mich diesmal besser. Ich glaube an dich. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Nein, der Reim ist gut, aber zu viele Worte stören das Versmaß. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbreche deinen Stirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbreche deine Stirn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwarte ich, wie es dir dann ergeht. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Der Reim ist gut, aber der Aufbau nicht. Knapp daneben. Es gibt noch vieles, das du über den Spottstreit lernen musst. Komm, wir machen noch einmal, letztes Mal. Ein letztes Mal. Guten Tag. Das will ich. Ich glaube. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Aber heute verzichte ich. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Eine schöne Antwort. Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Mach ich bald einen Teller mir aus deiner Stirn? Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie es dir dann ergeht. Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Makellos, ja. Mit dieser Antwort hättest du mich besiegt. Du zankst voller Können, vortrefflich gemacht. Gekonnt schwingst du Axt und auch Wort in der Schlacht. Danke, Alvis. Diese Lehrstunde merke ich mir. Ah. Wenn du... Okay. Hä, wie viele denn noch? Hallo Thekla, was brauchst du? Alvis sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Ich lerne so viele Hörner wie du. Ich kann nicht mehr.
Oh. Ah, scheiße! Ah, verdammt! Ist Med mein Lebenssache. Gut getrunken. Gut gemacht. Gut getrunken gemacht. Da bin ich besoffen. Lasst uns die Götter unterhalten. Dieses Land wird nie aufblühen, solange die Clans sich bekriegen. Ich bin betrunken. Swain, hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Zeig mir, was du stechen kannst. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Frisieren und Tätowieren. Passe den Aussehen von Evio in der Tätowierwerkstatt von Swain und Tova an. Bringe einen kosmetischen Entwürfe, um neue Strichlichtungen freizuschalten. Okay, was gibt's denn Kopf? Wow. Man kann tätowieren, Alter. Okay. Linker Arm. Rechter Arm. Ja, komm. Übernehmen. Übernehmen. Rücken. Bart. Gibt es kein Franzosenbart? Haare? Oh, in Schwarz. Nehmen wir mal. Wow. Gibt es sonst noch etwas? Bis später, Swain. Gut. Kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. So. Wolfsmal, willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag, ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit, naja, schon lange nicht mehr.
Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Ja, ja, ich weiß schon. Okay. Das sollte reichen. Noch etwas? Okay. Brauchst du sonst noch etwas? Wie geht das dir? Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Hunger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, tut mir leid, das zu hören. Ihr wart wie lang zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Valkyria wirst du wohl nicht mehr treffen. Gunnar, du solltest deine Ansprüche zurechtstutzen. Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als den Besten zufrieden gibt. Ich bin fertig. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Ach, da ist noch was. Was heißt das? Ah. Ich kann die Runen. Okay, ach so, das ist also Runen. Die Nadel gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Sieh auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau hindurchfliegt und noch viel weiter. Atme aus. Danke, Eivor. Jetzt habe ich etwas für dich. Siehst du, aufs Auge kommt's an. Danke, Eivor. Als Geschenk könnte ich dir eine neue Tätowierung anbieten. Etwas, um deine Narbe zu schmücken. Ein nettes Angebot, aber sie soll sichtbar sein. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich kann dich trotzdem tätowieren, wenn du magst. Siehst aus, als könntest du recht gut würfeln. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen.
Ich könnte zuerst mit Valka sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Okay. Hier gibt es keinen, der mit mir aufnehmen will. Willkommen. Laden ansehen? Ja, ich weiß schon. Das habe ich auf jeden Fall da. Mehr brauchst du nicht? Warte mal. Verkaufen? Ja, komm, verkaufen. Kann ich gebrauchen. Das kauft mir jemand ab. Sonst noch etwas? Wir sehen uns später. Habe ich ein Pferd? Nö, ich habe kein Pferd. Okay Leute, dann sage ich mal, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ihr könnt es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja Leute, dann sage ich mal, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.